What do I mean with frame? We are in the institution that employs me and gives a point of reference for our meeting and mediates in the way the communication that's going on. And this is the frame that makes some things easier. You just have a starting point for a conversation. Wenn man sich die erfolgreichen Künstler heute anschaut, die haben kleine Fabriken von 50, 150 Angestellten. Cognitive capitalism is in a certain way colonizing us for 24 hours a day. Now we are not working 7 hours, we are for 24 hours busy with our job. And not only artists, also factory workers. Everybody is working. Hello? Hello? Das Theater spielt sich selber. Es geht von alleine. Ja, was will das denn heißen? Das wird immer so weitergehen. Warum soll man denn aufhören, Theater zu machen? Das ist doch langweilig. Hallo? Hallo? Ein Kunstmarkt gibt es, weil Geld bewegt wird. Theater gibt es unter anderem, weil sich die Kommunen das aus historischen Gründen leisten. Musicals gibt es, weil auch damit Geld verdient wird. Menschen schreiben Gedichte, um ihre Gefühle auszudrücken. Aber auch das gibt es als Markt nur, wenn Menschen Bücher kaufen. Das ist nicht die Aufgabe von Kunst. Kunst erklärt uns was, bringt uns zum Nachdenken über uns selbst, löst Emotionen aus, ist eben nicht Politik. Los políticos efectivamente lo que hacen es utilizar el arte para desarrollar sus propios intereses, ¿no? El arte en manos de la política es un instrumento muy poderoso. Y esto el político lo sabe, lo ha sabido siempre y lo ha utilizado siempre. Also ein richtig autonomes Kunstsystem hat es noch nie gegeben. Das Kunstsystem ist immer vom Geld abhängig und damit ist es nicht autonom. Jeder ist Teil des Apparates und jeder, der versucht, sich außerhalb dieser Regeln zu stellen, der ist sofort auch wieder Teil dieses Apparats. Denn nur dann funktioniert es natürlich. Da kann sich doch keiner rausmogeln. Wer Kunst macht und in der Öffentlichkeit vorführt und wer davon leben will, der ist Teil eines riesigen Apparates. The artist fits very well in this picture. He is this little one-person company that works 16 hours a day to survive, but to also have a good life. Ja, ist das ein Problem, dass Kunst Arbeit ist? Ich habe künstlerische Hervorbringung immer als Anstrengung, als große Anstrengung, Quälerei verstanden. Immer als Arbeit, niemals als Freizeitbetätigung. Art is work, like every other work. Die glückliche Hand ist ein eigenartiger Titel. Ich habe mir das einmal angehört und versucht, es mit der Partitur zu verfolgen. Nicht ganz einfach, anspruchsvoll. Da kann man ja auch durchaus die Entstehungszeit in Rechnung stellen. Heute könnte man so etwas nicht mehr schreiben. Dieses aus dem Unbewussten eine Idee hervorbringen und die glänzt dann auch noch. Und dann sieht man den einen, der ist nicht in der Masse, der ist herausgehoben, der steht daneben. Und der macht etwas, was irgendwie wunderbar ist. Und das ist ganz einfach. Und alle wissen, was gemeint ist. Alle wissen sofort, das ist der Künstler, der macht das. Fertig. Na, in diesem Motiv, so macht man Schmuck, da kommt schon diese Überheblichkeit hervor. Er ist der Zauberer. Und der Hammerschlag, könnte man sagen, ist der Produktionsweg, den die anderen aber nicht kopieren können. Thank you.
From that I was 11, I went to the concert hall of my town, where the whole bourgeois came. And I dressed myself as a little bourgeois, with even a stick, because I was not part of them. But I liked it. I don't know where this connection with art comes from. Did I want it to feel bourgeois? That's a good question. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass man etwas Edlem teilnimmt. Dazu habe ich viel zu viele besoffene Schauspieler und Regisseure gesehen, als dass ich daran irgendetwas Edles gesehen hätte. Die Räume sind anders, die Menschen sind anders, aber die Kamerabewegung ist identisch. Dadurch entsteht eine Situation, in der wir sozusagen miteinander sprechen, virtuell. Sometimes I need to hide behind some frame, to have some backstage, not to ask all over these questions with every sentence I speak. Ich wollte es verstehen, selber, etwas genauer. Und ich wollte es auch noch unter anderen Aspekten als der ersten Rezeption zur Diskussion stellen. Das Gute an solchen Collagen oder Montagen ist ja, dass sie am Ende ein widersprüchliches Bild ergeben, also kein Bild, das in sich geschlossen ist. Das eine ist natürlich das übliche kommunikative Rauschen des Kulturbetriebs. Gleichzeitig ist es ein hartes Aneinander vorbeireden. Ayer me parecía que era más natural la conversación y creo que lo bueno va a ser mañana, no hoy, porque hoy es un ensayo y mañana es el día importante y mañana no puedo estar de manera como si estuviera en un stage. Tiene que ser muy natural, muy fuerte, tiene que ser muy comunicativo. Hoy es una prueba, ayer fue otra prueba, mañana es el día importante. ¿Se man café trinken oder so? Schmuck